Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Wir haben die letzte Folge mit dieser geilen Aussicht hier beendet und sind immer noch auf der Suche nach Hinweisen im Outrider-Bunker. Wir gucken mal, was uns hier erwartet. Auf jeden Fall alles sehr voll mit der Anomalie hier. Ich glaube, da müssen wir runter. Ich gucke nochmal ganz kurz hier in die Ecken, ob es nicht noch irgendwo ein Sammelobjekt oder eine nette Kiste gibt. Ach, hier wäre doch so ein schöner Standort dafür gewesen. Aber das Spiel gönnt mal wieder nicht. Ich glaube, mehr ist nicht, ne? Nö, dann machen wir hier runter. Und schlüpfen einmal hinein. Ich habe einen versteckten Bunker mit einem Outrider-Abzeichen auf dem Boden gefunden. Ich dachte, alle Outriders wären schon lange tot. Ein paar hat es wohl hierher verschlagen, nur warum? Und wo sind sie jetzt? Gute Frage. Nächste Frage. Wir haben auf jeden Fall eine Truhe. Und es gibt eine schlechte Pumpgun. Aber zumindest ein bisschen Schrott. Etwas Munition. Die Tür können wir nicht benutzen. Die hier vorne hat aber, glaube ich, blau geleuchtet. Yep. Das Erbe der Outriders. So heißt die Mission. Ich hoffe mal sehr, dass wir jetzt hier nicht übelst Stress kriegen. Aber eigentlich sollte es ja so ein Safety Room sein. Der Bunker. Also wird das schon passen. Sieht gut aus. Noch eine Kiste. Wenn es jetzt noch was Gutes geben würde. Schlechtes Maschinengewehr und wieder Schrott. Ich kannte den Typen, der das Tagebuch geschrieben hat. Sergio Acosta. Er hat hier einen Sohn aufgezogen. Mit einem Kind im Bunker? Sein ganzes Leben lang? Der Sohn hieß Mercer. Er ist abgehauen. Und Acosta hat dann im Wald nach ihm gesucht. Ja, alles klar. Sollen wir jetzt Treppe hoch oder reisen? Suche im Wald nach Sergio oder Mercer Acosta. Na gut, dann gehen wir wieder hier hoch. Wenn wir nicht reisen sollen. Wo sollen wir lang? Einmal hier vorne. Ich finde das relativ cool mit dieser Navigation, auch wenn die manchmal ein bisschen rumspinnt. Aber ansonsten finde ich das echt cool gemacht. Und wir sind natürlich gegen das System und laufen einfach links vorbei. Ich hoffe mal, dass sich das lohnt, dass wir mit einer Schnellreise nicht doch schneller gekommen wären, weil es hat ja einer angeboten. Ich habe jetzt einfach mal dem Navi vertraut. Mal schauen, ob es die richtige Entscheidung war. Hier ist auf jeden Fall schon alles abgeerntet. Wo müssen wir denn lang? Ich glaube fast, die Schnellreise wäre schlauer gewesen. Naja. Obwohl, nee, ich nehme es zurück. Hier waren wir noch nicht. Komm, zeig deine Megakräfte. Ach komm, das hättest du doch auch mit deinen veränderten Kräften machen können. Aber ab und zu mal die Muskeln beanspruchen soll wohl auch nicht so verkehrt sein. So, mit Springen hat das nicht unbedingt. Ich möchte dann doch lieber die bequemere Art und Weise nehmen. Und wir sind natürlich wieder hier, wo wir hätten auch schnell hinreisen können, so rum. Hier liegt noch die Bestie, ja super, okay. Also hat sich mal wieder nicht gelohnt, dem Ding zu vertrauen. In Zukunft werde ich das besser machen. Nur, dass ihr es wisst, wenn ihr euch von dem Pilz infizieren lasst, kotzt ihr mir besser nicht in den Truck. Ich hab euch gewarnt. Ich kotze dir in den Truck, wenn ich das will, mein Freund. Ich hab dich gerettet. Von den, wie hießen sie, Bluthunden, glaube ich, ganz am Anfang. Lass nochmal ganz fix das Inventar durchschauen. Wir haben blauen Stuff, aber eigentlich bloß einen Helm hier. Der kann weg. Das ist Mist. Ja, die ist ein bisschen besser, aber ich bin kein Freund von Schrotflinten. Die lila Waffe lassen wir mal noch. Und ich guck nochmal ganz eben schnell in die Fähigkeiten rein, denn wir haben genau der Phaserstrahl, der war ja richtiger Müll. Entschuldigung, aber ich mag den überhaupt nicht. Die Asche-Detonation, ja, könnte man überlegen. Wenn die Gegner halt zu nahe kommen, aber dann haben wir eigentlich auch unsere Spezialfähigkeit. Lava-Geschosse haben wir schon drin, Überhitzung.
Überhitzung, was war denn das? 35 Schadenzonen unterbricht ihre Fähigkeiten. Gegner, die von Verbrennung betroffen sind, erleiden stattdessen 440 Schaden. Ist auch wieder so ein Ding. Brandbombe ist gegen einen einzigen Gegner effektiv. Verzehrendes Feuer haben wir drin und das ist die Hitzewelle, aber die macht halt irgendwie so wenig Schaden. Weiß nicht, ob wir nehmen nochmal die Brandbombe mit rein. Das war hier hinten noch, das war der Phaserstrahl. Der macht halt eigentlich echt ordentlich Schaden, ne? Aber irgendwie, ach komm, wir geben dem nochmal eine Chance. Entschuldigung für die kurze, langweilige Unterbrechung, aber wir probieren es nochmal. War halt nur doof, dass der irgendwie nicht richtig getroffen hat beim letzten Mal. Ja, an sich so über 800 Schaden wäre schon ganz ordentlich. Wir brechen Richtung Wald auf. Und begeben uns auf die Suche. Okay, wir haben einen Versuch. Mal ganz ehrlich, jeder, der heute mit mir kommt, wird wahrscheinlich sterben. Und Weihnachten sind wir zu Hause. Wieso lande ich immer wieder in so einer Scheiße? Auf geht's in den Wald. Mal gucken, ob wirklich alle sterben. Ich glaube fast nicht. Sie sich mal angeschnallt. Wir müssen den Luftreiniger flicken. Wozu denn, ha? Der Truck ist im Arsch. Darum kümmern wir uns später. Versiegelt die Tür. Geh da nicht raus. Wartet auf mich. Für uns natürlich alles kein Problem. Es hat noch keinen Lebensbalken. Okay, sieht eigentlich ganz gut aus. Ich muss nur noch mal ganz kurz was in den Optionen umstellen. Bitte entschuldigt. Ich habe nämlich in der Steuerung was verkehrt gemacht. Und zwar möchte ich das als gedrückt halten. So. Nämlich vor uns noch mal ein bisschen in den Steuerungen ein bisschen rumgespielt. Und jetzt ist das so, wenn ich die rechte Maustaste drücke, dass der automatisch die ganze Zeit dauerhaft im Anvisiermodus ist, bis ich wieder drücke. Und das gefällt mir gar nicht. Und jetzt bin ich weg. Ja, hätte ich auch gleich im Bild bleiben können. Weiß man halt vorher nie. So, wir können jetzt hier mal Phaserstrahl. Bam. Ja, okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Was macht das Vieh hier für Attacken? Bis jetzt ist es auf jeden Fall alleine. Da bin ich schon mal relativ froh. Kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich habe es schon... Oh, shit. Das hat echt heftigst abgezogen. Ich habe es schon mal mit meinem Multiplayer-Charakter gekämpft. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir sogar ein goldenes Item kriegen. Wenn wir den kleinen Racker hier besiegen. Aber ich weiß nicht mehr, was der für Moves macht. Wir hauen nochmal einen Phaserstrahl drauf. Ah, der dauert halt auch lange, ne? Macht zwar 1000 Schaden, das ist schon ganz geil. Also bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Was kommt denn jetzt? Will er uns einsaugen? Ich glaube, wir müssen hinter dem Ding bleiben. Bleibt dahinter. Hat funktioniert. Lava-Geschosse drauf. Wo hat er denn seine wunde Stelle? Ich glaube, an diesen komischen Punkten hier unten, oder? Ja. Irgendwie so halb zumindest. Was macht er jetzt? Nee. Gar keinen Bock. Gibt nochmal einen Phaserstrahl. Ah, und ist natürlich am Stein hängen geblieben.
Mann, eigentlich ist das eine ziemlich geile Fähigkeit. Ey, ich war doch hinterm Stein. Soll der Scheiß. Eigentlich ist es eine ziemlich geile Fähigkeit, so vom Schaden her, aber es braucht halt echt lange zum Aufladen und wenn es dann irgendwo hängen bleibt, ist das schon extremst ärgerlich. Bam, jetzt aber. So, Hälfte haben wir fast. Wir bleiben hier wieder dahinter. Lavageschosse gehen schon mal drauf. Na, bis jetzt eigentlich ein sehr einfacher Gegner. Kommt wieder irgend so ein komischer Move. Was hat er da gerade gemacht? Genau, wir müssen hier aus den... Ey, hier war doch gar kein roter Kreis. Ah, es bleibt bestimmt wieder am Stein hängen. Wir haben ja komplett runtergezielt. Entweder müssen wir vorher richtig zielen. Au, 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 au. Gar nicht nett. Müssen wir gleich nochmal ausprobieren, ob wir richtig zielen müssen vorher. Weil bis jetzt bin ich es eigentlich gewohnt, dass die Fähigkeiten automatisch zielen. Wenn ich dem jetzt hier auf den Kopf ziele, hier hoch. Ja, das hat nichts abgezogen. Warum ist er jetzt unverwundbar? Oh. Und weiter geht's. So, wir haben gar nichts mehr zum Verstecken. Ein bisschen Munition hat uns das Spiel gegönnt. Hier auf sein Ding drauf. Wieder nix. Lavageschosse und bam. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir können uns nicht verstecken. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall ordentlich ausweichen. Bleib bei solchen Bossen immer ganz gerne ohne Anvisierung. Dass wir einfach so aus der Hüfte drauf schießen. Ah, shit. Aus der Hüfte draus schießen. Weil man dann halt einfach besser sieht, was er vorhat. Wieder nicht getroffen. Mist. Aber ich sag mal so, die Abklingzeit ist relativ geil, weil es geht sehr, sehr oft. Das spricht prinzipiell schon mal für die Fähigkeit. Na, ich nehm's aber auch jedes Mal im falschen Moment, ja. Das war doof von mir. Ach, natürlich. Und dann auch noch diese Fliegebiester. Ich fass es nicht. Scheiße. Alter, wir machen dem fast keinen Schaden. Die treffen uns einmal und wir sind halb tot. Und keine Muni mehr. Läuft ja richtig super. Vier Stück. Ich glaube, wir sterben gleich. Wir sterben gleich. Ach, shit. Mann, was war denn jetzt los? Kacke. Oh, jetzt müssen wir nochmal komplett kämpfen. Ey, es tut mir wirklich sehr leid, Leute. Aber ihr habt's gesehen, es ist einfach echt mies gelaufen. Wir haben den fast keinen Schaden gemacht. Wir probieren das jetzt nochmal auf Weltstufe 8. Wenn wir sterben, ist die Folge eh vorbei. Und dann müssen wir es in der nächsten Folge halt einfach nochmal auf Weltstufe 7 probieren. Ich hoffe mal, dass wir es schaffen, aber es war jetzt gerade echt ungünstig. Weil wir kriegen ja alles Leben, was wir so größtenteils besitzen, wieder zurück durch Schaden. Und wenn dann natürlich deine Waffe leer ist und 4 oder 5 so eine kleine Insekten auf einmal anstürmen, dann hast du halt ein Problem. Reicht der kleine Stein, ich hoffe? Ja. Hat seinen Job erledigt. So, hier auf seine komischen Pickel. Wieder kein Schaden. Entweder ist die Reichweite nicht groß genug. Aber das würde ja extremst gegen die Fähigkeit sprechen. Ich meine, es ist ja so ein gebündelter Laserstrahl, Phaserstrahl, wie auch immer. Der sollte doch wenigstens ein paar Meter können. So, jetzt nochmal. Er ist näher. Jetzt hat's geklappt. Wir müssten uns idealerweise den ersten Phaserstrahl für so ein Insekt aufheben. So, jetzt kommt er wieder hoch. Jetzt müssen wir schnell rennen. Jetzt. Raus aus den Kreisen. Raufschießen. Nochmal ein Strahl. Wieder zu weit weg. Nee, irgendwie ist das nicht so... Aua, meine Fähigkeit. Ab wann war denn das? War der ab der Hälfte? Haben wir den ab der Hälfte dann erst? Sind wir da erst in die zweite Station gekommen? Weil wenn ja, dann würde ich hier schon mal... direkt vorher auffüllen. Ich
Weiß nicht, ob es besser ist, wenn wir uns nicht nur dahinter stellen, sondern auch richtig in Deckung gehen. Ich glaube fast ja. Auf die Hand schießen ist nicht doof, weil da ist er näher dran und ich glaube, da machen wir mehr Schaden mit. So, jetzt kommen wieder die Steine. Nee, doch nicht. Geh mal näher ran. Ja. Aua. Uiuiuiui. Das war aber heftigst. Vor allem kündigt er das Ding nicht mal an. So, jetzt nochmal Muni. Jetzt haben wir ihn gleich auf der Hälfte und ich glaube, jetzt tickt er gleich aus. Ja, genau. Jetzt tickt er aus. Wir können keinen Schaden mehr machen. Was ist das eigentlich? Was soll es darstellen? Gute Frage, ne? Können wir das überspringen? Nö. Dann müssen wir uns das nochmal angucken. Diesmal aber mit meinem hübschen Gesicht dabei. So, wir machen das jetzt. Ich bin zuversichtlich, dass das klappt. Jetzt ist die Frage, wie lange hat denn das gedauert, bis der die Dinger eingesetzt hat? Weil ich würde mir ganz gerne alles aufheben. Ah, shit, was wir haben. Sprich, Lavageschosse, Phaserstrahl. Hä, warum haben wir jetzt Schaden gekriegt? Ich stand doch hier. Müssen wir uns doch nochmal kurz mit dem Lebensentzug hier ein bisschen was gönnen. Wir warten auf jeden Fall, weil wir müssen die Insekten sofort, die müssen sofort weg. So, jetzt verzieht er sich wieder, jetzt machen wir kaum noch Schaden. Haben die jetzt schon die Biester? Ich glaube nicht, der hat sich noch ein zweites Mal verzogen. Na gut, jetzt drauf schießen ist Muni-Verschwendung. Aber wir können uns generell nochmal schnell Muni holen. Mach schneller, mach schneller, mach schneller. Danke. Ich glaube, jetzt hat er die so langsam rangeholt, die kleinen Biesters, ne? Ja. So, Lavageschosse und drauf. Erstes weg. Ah, wir hätten von uns die Lavageschosse gebraucht. Zweites weg. Und du kriegst einen Phaserstrahl ab. Ah, hat sich nicht so gelohnt. Komm schon. Und weg mit dir. Perfekt, wir haben es geschafft. Lebenstechnisch sieht es gut aus. Jetzt habe ich die ganze Zeit Schiss, dass er nochmal mit so einem Viechern um die Ecke kommt und will die Lavageschosse nicht einsetzen. Ich weiß nicht, was er hier für komische Sachen macht. Kriegt auf jeden Fall nochmal einen Phaserstrahl an den Bauch. Ah, Mist. Ist ja gut, du hast ganz schön Mundgulli. Geh mal Zähne putzen. Ja, ich heb mir die Lavageschosse jetzt auf. Dann dauert der Kampf lieber länger, aber ihr habt gesehen, ohne Lavageschosse konnten wir den Insekten echt nicht viel antun. Was macht er jetzt? Macht er den Quatsch wieder? Ah, shit. Immer wenn der nach hinten geht. Ich habe aber auch ein Glück. So, mal gucken, ob er jetzt gleich mit welchen kommt. Sieht nicht so aus. Bleiben erstmal stehen. Er kommt wieder vor. Mal schauen, vielleicht macht er das alle zweimal. Dann weiß ich zumindest beim nächsten Zyklus davon, wann wir das einsetzen können. Jetzt müssen wir gucken. Kommen jetzt wieder Insekten. Kommen Insekten, kommen Insekten. Ja, es kommen Insekten. So. Arm. Wir müssen mal ausweichen. Lade nach, lade nach, lade nach. Oh, au, 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 au. Geh weg. Okay, perfekt. Taktik durchschaut. Ich hoffe, er ändert sie nicht nochmal. Gibt's nochmal einen Phaserstrahl. Er ist nah genug dran. Komm, bam. Mitten ins Gesicht oder mitten ins Maul, besser gesagt. Ah, der macht Laune. Lavageschosse drauf. Weg hier. Und bam, jetzt kriegt er aber. Jetzt kriegt er. Phaserstrahl, nah genug. Na, komm schon, bleib hier. Wir haben eigentlich die Hand getroffen, aber ich glaube, es hat keinen Schaden gegeben. Ja, viel ist doch nicht mehr. Die Lavageschosse schon immer so lange gebraucht zum Nachladen. Wenn ja, haben wir ein Problem. Weil der gleich ein zweites Mal zurückgehen wird. Hier kommen wieder kleine Biesters. Scheiße, ist das schon das zweite Mal? Ist das schon das zweite Mal? Fuck, 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 fuck. Glaube ja. Nee, ist es noch nicht? Okay, und sie sind wieder aufgeladen. Perfekt. Haut hin. So. Oh, scheiße, Muni. Muni, 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 Muni.
So, nachladen. Lavageschosse gleich aktivieren. Und die erste kommt hier. Zack. Nein, du solltest doch nicht blöd rumspringen. Aua, shit. Lebensentzug. Brauchen volle Leben. Aber jetzt kriegen wir es doch ganz gut hin. So, sehr cool. Jetzt kommt er gleich wieder vor. Können wir den Phaserstrahl schon mal vorbereiten. Bam. Geh mal weg. So, wir haben ihn noch gleich. Los. Nein, ich bin voll reingesprungen. Ah, ich voll Idiot. So, jetzt gibt's nochmal Lavageschosse. Und dann haben wir ihn, glaube ich. Jawohl. Wir haben es geschafft. Und zum Glück auf derselben Weltstufe. Das war doch mal ein geiler Kampf, oder? Und gibt's was Goldenes? Anscheinend doch nicht. Doch, da unten, Golemschenkel. Wir haben's. Cool. Ist unser erstes goldenes Item, glaube ich. Wir gucken gleich mal, was wir Schönes haben. Golemschenkel. Und hier. Ah, eine Pumpgun. Natürlich. Wie viel Glück kann man haben? Ich spiele nie mit Pumpguns. Aber die sieht cool aus. Und wir kriegen natürlich auch die Stufe 3 Fähigkeit. Killshots gewähren 3 Sekunden lang einen schützenden Golem-Effekt. Stimmt auch ganz cool. Und Killshots jagen die Gebeine des Gegners in die Luft. Die Knochensplitter verursachen bei Gegnern im Umkreis von 5 Metern Blutung und fügen ihnen 13-20 Schaden zu. Okay, wir rüsten es trotzdem mal aus. Weil ausprobieren wollen wir das auf jeden Fall. Ja, war doch eine ganz witzige Folge, finde ich. Dann machen wir an der Stelle Schluss. Morgen 17 Uhr geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.